Was für ein Abend! Nach ganzen 10 Jahren war es endlich wieder soweit und die MTV Europe Music Awards wurden in Deutschland, genauer Düsseldorf, vergeben. Mit dabei ist da natürlich neben nationalen Stars wie Viktoria Swarovski und Influencer Riccardo Simonetti eine ganze Riege an internationaler A-Prominenz. Sängerin Taylor Swift räumt sage und schreibe 4 Preise ab, David Hasselhoff knutscht seine Frau Hailey auf dem roten Teppich und einen hätten wir bei dem ganzen Trubel fast übersehen: Marius Müller-Westernhagen. Kein Wunder, der 73-jährige Rockmusiker und Schauspieler kann solche Events eigentlich gar nicht leiden, wie er der deutschen Presseagentur verrät. Zitat: "Es ist mir zu laut, zu viel Geschrei. Aber meine Frau genießt das, deshalb mache ich das gerne." Und seine Frau Lindus scheint sich an diesem Abend nicht nur im Blitzlichtgewitter wohlzufühlen, sondern auch in ihrem Outfit. In einem kuscheligen beigen Zweiteiler mit Rollkragen schmiegt sie sich an ihren Liebsten. Ein echter Hingucker sind dabei die hohen Schuhe in Barfußoptik. Für die einen polarisierend, für die anderen einfach ein harmonischer Anblick. Fest steht, von diesem Pärchen sehen wir gerne mehr.